Sag ich mal, hallo liebe Freunde und willkommen bei einer neuen Runde von Subnautica. Wir starten heute auf dem Zyklop, wie ich gerade selber festgestellt habe. Ja, ich habe gerade im Stream schon mal kurz angekündigt, ich habe ein kleines bisschen recherchiert und ich denke, das ist auch nicht zu viel verlangt, denn die letzte Aufnahmesession war von Erkenntnissen geprägt, aber nicht von Erfolg. Und damit wir gemeinsam hier auch jetzt mal etwas weiterkommen, habe ich mir einfach nochmal im Internet ein bisschen was angeguckt. Also, wir werden verschiedene Dinge jetzt machen. Punkt 1, das muss ich mal eben so, muss ich mir das Konstruktionswerkzeug wieder auf die 4 legen. Punkt 1, wir werden, wo ist es, wo ist es, wo ist es, sonstiges. Hier, wir werden zwei Bilderrahmen bauen, denn da steht ja, lade das gewünschte Bild aus dem Fotomanager deines PDA hoch. So, und jetzt muss ich mal eben schauen, kann ich in dem Bilder drücke F11, um einen Screenshot zu machen. Ach so. I see. Das ist doof. Okay, dann passiert das. Passt das doch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Okay. Ich hatte nämlich eigentlich aus dem Internet zwei Karten von Subnautica runtergeladen, die ich dort reinhängen wollte. Ich dachte, wir könnten auf unsere Festplatte, ich könnte auf meine Festplatte zugreifen, wir könnten es dann von dort hochladen. Die hätte ich mir im Zyklop aufgehangen, um das so ein bisschen als Orientierung zu nehmen. Geht leider nicht, insofern hat sich das so eben gerade erledigt, weil hier irgendein Foto machen und dann hochladen, das. Naja. Okay. Wir haben ja beim letzten Mal versucht, den Eingang in den Vulkan zu finden und sind dann mal nach Süden, mal nach Osten, da wo die Aurora abgestürzt ist und so weiter hingefahren und dann dahinter so ein bisschen runter. Ja, so ein Leviathan vorbeigeschlichen, hat doch alles irgendwo geklappt und dann sind wir in so Terrains gewesen, wo alles sehr eckig aussah. Also so nach dem Motto, die Karte ist ja eigentlich zu Ende und man sollte gar nicht hier sein. Liegt daran, weil man dort wirklich nicht hin sollte, zum einen. Zum anderen kommen wir dort gar nicht weiter. Also es ist völlig egal, in welche Himmelsrichtung wir fahren, wir kommen dort nicht weiter. Denn es gibt einen sogenannten Weg, der nach unten führt. Und den haben wir sogar schon mal gesehen. Ihr erinnert euch wahrscheinlich, wenn wir in diesem Höhlensystem sind, an diesem großen Baum, wo die Rochen drumherum geflogen sind, wo ich gesagt habe, oh, ist das hier schön. Hätte ich meine Basis oben nicht, würde ich dort eine bauen. Und dort hinter ging es ja runter. Da hatten wir, glaube ich, auch unsere ersten Nickelerze gefunden. Wir konnten aber dann nicht weiter runter, weil unsere Motte nicht für noch tiefer ausgelegt war. Da ist ja immer noch so. Und wenn wir dort runterfahren, kommen wir in ein sogenanntes neues Gebiet, nämlich der Inactive Lava Zone. Und da wollen wir nämlich heute hin. Und zwar nicht mit der Motte, sondern mit unserem Zyklopen. Wie das funktioniert, soll eigentlich über alle Zugänge erfolgen. Also dieses Höhlensystem nennt sich Lost River. Für alle, die dies noch nicht wussten. Und der angenehmste Zugang zum Lost River ist über die sogenannte Bulb Zone oder Kush Zone. Ich hoffe, ich spreche das jetzt alles richtig aus. Und die ist, glaube ich, genau am anderen Ende der Map. Das ist da, wo diese großen kugelähnlichen Bäume gewesen sind. Ich glaube, das müsste das Land der Zitterale gewesen sein, was wir gesehen haben. Es wird aber empfohlen, den Eingang vorher mit einer Motte abzufahren. Und diesen zu markieren mit einer Signalboje. Das machen wir auch auf jeden Fall, weil wir mit dem Kol Wo ist er denn? Ach, da vorne. Dem Koloss da vorne A sehr langsam sind und B, wenn wir uns dort versuchen, irgendwo zurechtfinden zu müssen, ja, dann gute Nacht. Eine andere Sache habe ich noch rausgefunden über die Karte. Und zwar, ihr erinnert euch doch sicherlich an dieses Probenlabor, wo wir eine orangene Chipkarte für gebraucht haben. Es gibt noch eine zweite und die ist auch dort unten drin. Und zwar in dem Bereich, wo wir das erste Mal den Phantomjungtier gesehen haben. In diesem Art Wald. Wir sind ja immer, wenn wir runtergekommen sind, links an der Wand entlang und haben uns dann nach unten durchgemogelt. Ne, der Leviathan selbst ist ja so in der Mitte rumgeflogen. Und der Zugang zu diesem Labor soll wohl rechts sein.
Insofern würde ich das auch auf jeden Fall noch einmal mitnehmen wollen. Und nein, der Eingang, den wir dort haben, das ist nicht der von aus der Bulb Zone. Deswegen müssen wir das gesondert machen. Ich werde Folgendes tun. Wir werden, wie gesagt, mit der Motte einmal das Ganze abpatrouillieren. Ich werde mal gucken, dass ich vielleicht eine Signalboje mal hier bauen kann, die wir dann dort auslegen. Das ist das eine. Und wir werden auch noch mal eine orangene Tafel bauen. Violette Tafeln haben wir noch, da würde ich dann eine von mitnehmen und eine orangene, weil ich weiß nicht, was wir für den Zugang benötigen. Das habe ich natürlich nicht nachgeschaut. Ich will mich ja nicht spoilern. Das ist auch nur zufällig, habe ich das gesehen, weil ich dachte mir, ja, kannst ja mal eine Karte vom Lost River noch mal runterladen. Da war es halt mit eingezeichnet. Insofern. So, wir brauchen ein Kupfererz und ein Titan. Das ist nicht so teuer. Ein Kupfererz und ein Titan. Und dann bauen wir eine Signalboje. Vielen Dank. Ist auch nicht sehr groß. Packen wir gleich. Obwohl, wir brauchen sie gar nicht in eine Motte reinpacken. Wir machen erstmal die orangene Tafel. Das waren, glaube ich, wenn ich das gerade noch gesehen habe, drei Nickelerz. Zwei Nickelerz und ein Ionenwürfel. So, zwei Nickelerz und Ionenwürfel müssen wir hier auch noch haben. Jawohl. Eine Orange-Tafel. Violette Tafeln haben wir noch, die sind im Zyklopen. Die, da muss ich jetzt mal eine von rausholen. Obwohl, ne, weißt du was, die lasse ich mal im Inventar. Ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt zum Krebs renne, um hier rauszugehen, wenn ich das auch hätte bei der Motte machen können. Ja, qualitatives Gameplay, so wie man das ja von hier gewohnt ist. Okay, ich glaube, die violetten Tafeln hatten wir hier unten drin. Hier nicht. Einen nehmen wir raus, alles klar. Gut. Falsche Seite. Dann haben wir dahingehend alles, was wir brauchen. Hunger, Durst haben wir nicht sonderlich viel. Ich würde aber trotzdem noch mal eben den Bauch vollschlagen, weil sicher ist sicher. Und hier eine noch. Zack. Und dann schauen wir nochmal eben bei unseren Generatoren. Die haben ja den Bug. Der wird langsam leer. Ja, gucke mal. Und Ette hier. Ette auch. Ja, hallo. Ist so Krabbenkalmar drin. Der passt aber nie rein. Krabbenkalmar da reinstecken. Der wird biologisch schon abgebaut. Nehmen wir die Dinger wieder. Das sind immer relativ gut gewesen. Sicher ist sicher, damit das hier nicht ausläuft. Man weiß ja nie, wie lange es noch hält. Und nicht, dass wir da nicht hinkommen und wir haben nichts mehr. Okay, wie sieht es mit Hunger und Durst aus, was unser Vorrat angeht? Einmal Hunger, einmal Durst. Haben wir. Okay, wir haben noch zwei Medikits im Inventar. Würde ich vielleicht mal eben eins hier lassen. Brauchen wir nämlich nicht. Und Hunger, Durst. Ich nehme noch mal. Das sind die kleinen Flaschen. Okay, ich nehme zwei kleine Flaschen mit. Essen haben wir scheinbar nicht mehr hier. Ist aber nicht so schlimm. So viel Essen brauchen wir nicht. Und wir bleiben ja jetzt auch nicht ewig weg. Von daher passt das schon. Hallo? So. Ja, dann speichern wir nochmal, bevor wir losfahren. Die Bulb Zone muss ich jetzt ohnehin selber suchen. Ich mache mal Folgendes. Ich markiere mal eben unsere Rettungskapsel. Und von dort aus müssten wir dann so nach Nordosten, glaube ich. Also quasi in diese Richtung. Ja, eigentlich passt es sehr gut. Fahren einfach grundsätzlich in die Richtung Nordosten. Ganz ehrlich, da brauche ich auch die Rettungskapsel nicht auf dem Bild.
Und dann schauen wir mal, ob wir die Bulb Zone finden. Huch. Oh, okay. Fliegt ein bisschen Metallschrott rum. Das Ätzende wird wahrscheinlich sein, dass wir die Strecke auch nochmal komplett mit dem Zyklopen fahren müssen. Und was wir auch machen werden, das wurde nämlich by the way auch empfohlen, man sollte mehrere Tankstellen einrichten. Das heißt, Orte, wo quasi die, ja, ich sag jetzt einfach mal, diese Energiezellen wieder aufgeladen werden können. Ich würde dann vielleicht so ein paar Sachen mitnehmen, dass ich mir dort, wo der große Baum gewesen ist, das war ja relativ safe, diese Zone, eine kleine Zwischenstation einrichte. Nichts Großes, also da wird jetzt auch nichts gestalterisch gemacht. Das ist rein aus dem Nutzen ausgelegt. Wir können vielleicht einen Scannerraum dort nochmal bauen, solche Sachen. Aber in erster Linie möchte ich dort einfach nur ein bisschen Energie haben, um... Ja, damit wir unsere Energiezellen dort aufladen können. Weil es ist nämlich nicht empfohlen, dass wir dies in der im Zyklopen machen. Es frisst einfach zu viel Energie und das haben wir ja auch selber gesehen. So, und jetzt sind wir hier in... Das ist auf jeden Fall noch nicht die Bulb Zone. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass es dann, wenn wir dort ankommen, wieder Tag wird. Also ich denke, dass ich die Bulb Zone erkennen werde, wenn wir dort sind. Ja, und so wie es aussieht, könnte das da vorne... Ja, da vorne fängt die Bulb Zone an. Das meinte ich übrigens mit diesen komischen runden Bäumen. Also das hier ist die sogenannte Bulb Zone, Freunde. Sind wir relativ schnell dort angekommen sogar. Natürlich nicht ganz ungefährlich hier. Und hier irgendwo muss der Eingang zum Lost River sein. Das ist eine Rettungskapsel. Also, da werden wir bestimmt nicht rein können. Es muss ja relativ groß sein, weil es hieß ja, das ist der bequemste Eingang für den Zyklopen. Und ich meine, das Ding, das ist jetzt ja nicht ganz, ganz klein. Deswegen vermute ich mal, wird der Eingang wohl auch recht opulent ausfallen. Dass wir da irgendwo weiter runter müssen. Selbstverständlich habe ich mir jetzt nicht im Detail angeguckt, wo der Eingang ist, weil das sind ja so Sachen, die ich gerne mit euch rausfinden möchte. Und ich meine, dafür legen wir ja auch dann die Signalboje aus, dass wir halt, naja, mit dem Zyklopen nicht wieder suchen müssen. Okay, hier ist definitiv nichts. Hier geht es noch weiter runter. Hier sind darüber noch diese Elektrowälze. Ich frage mich, ob die unserem Zyklopen auch gefährlich werden können. Wahrscheinlich. Wartet mal. Also wenn wir nach Nordosten fahren, die Balbson müssen sich dann so ein bisschen nach... Also der Lost River geht auf jeden Fall dann so nach Westen bzw. Südwesten. Also müsste der Eingang eigentlich auch irgendwo in diese Richtung gelegen sein. Ich glaube, wir sind sogar mal aus diesem rausgekommen, wenn ich mich nicht täusche. Ich weiß aber nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war.
Aber es geht hier auf jeden Fall immer weiter runter. Das ist ein gutes Zeichen. Nom nom. Okay. Wie sind wir hier richtig? Wow. Das kann durchaus sein, ne? Also das sieht so nach... Ich weiß nicht. Oh, ich glaube... Ja, das müsste es sogar hier sein. Ja. Wir sind verfolgt von so einem komischen Knochenhai. Also das ist auf jeden Fall hier der Eingang. Ja, relativ groß. Da sind auch schon diese Leviathan-Fische. Und ich platziere dann mal, da ist ein Warper, hier irgendwo eine, die Signalboje. So hier in der Ecke. So, und das ist jetzt Lost River. Okay. Gut. Dann haben wir Step 1 schon mal erledigt. Wir können ja auch schon mal... Wir müssen ja eh in den Lost River, deswegen können wir hier schon mal reinfahren, um ein bisschen auszukundschaften. Wir müssen an einem Leviathan vorbei, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wenn ich das auf der Karte richtig auch gesehen habe. Aber hier sollten wir mit dem Zyklop relativ leicht noch durchkommen. Vorsicht. Machen wir wahrscheinlich wirklich ein bisschen Schaden, wenn ich mit denen zusammenstoße. Ja, also da sollten wir es schaffen, durch zu navigieren. Wow. Sieht jedenfalls sehr, sehr nice aus. Und das kundschafte schon mal so ein kleines bisschen aus. Bisher noch nichts zu sehen hinsichtlich Leviathan. Oh, da hinten ist er. Da hinten ist er. Okay. Wir müssen dann irgendwie an dem vorbei. Er hat Aggro auf uns. Ich versuche mal den Weg zu fahren. Ich traue mich gerade nicht umzudrehen. Den wir mit dem Moped später dann fahren müssen. Gut, dass wir seitlich genauso gut fahren können. Ah, der ist hinten geblieben. Den wir mit dem Zyklop dann fahren müssen. Wir fahren quasi hier lang. Also wir müssten dann ja nachher bei dem großen... bei diesem Skelett rauskommen, welches relativ zentral auch lag. Obwohl, ne, Moment, hier geht's ja... Ach doch, nee, ist richtig. Hier kommen wir dann zu der Seuchenbasis. Genau, da müssen wir aber dran vorbei. Können uns Warper eigentlich auch aus dem Zyklopen rausziehen? Ziemlich gemein jedenfalls. Fahren wir hier einfach dran vorbei. Sollte uns eigentlich auch relativ easy gelingen. Genau, dann kommen wir nämlich jetzt hier in dem Bereich, genau. Wir müssen dann, wenn wir mit dem Zyklopen kommen, in diese Richtung weiterfahren. Wir fahren jetzt aber nach hier hin, Freunde. Weil wir wollen ja noch dieses andere Labor öffnen. Eventuell könnten wir hier unten auch das Wärmekraftwerk errichten bei einem von diesen kleinen Vulkanen. Und dann
versuche mal mit so ein bisschen Energie leiten, das rüberzukriegen in unsere Tankstelle. So. Also, jetzt müssen wir natürlich wieder ein bisschen aufpassen, weil hier wuselt natürlich Leviathan Number 2 rum. Irgendwo. Ich versuche mich mal am Rand aufzuhalten. Möglicherweise gelingt uns dann eine unerkannte Durchfahrt. Also er ist auf jeden Fall da vorne und patrouilliert, glaube ich, euch. Ich glaube, da ist das. Da müssen wir hin. By the way, ich habe mir heute übrigens einen schönen Mate-Tee gemacht. Ich habe ein bisschen... Moment. Kurz aufpassen. Toll. Gut, dann können wir ja einfach mal so durch, ne? So, und da ist ruhig Basis Nummer 2. Ich hoffe mal. So, Senior Leviathan lässt mich hier, glaube ich, in Ruhe. Sag mal. Ich müsste mir aber hier mal gerade eben ein bisschen Freiraum verschaffen. Lässt. Also die essen sich, glaube ich, gerade gegenseitig. Ah, die gehen auf den Rochen. Okay, aber die hauen ab. Alles klar. So. Eben auf die 4 wieder hier das Konstruktionswerkzeug. Was brauchen wir denn hier? Eine orange oder eine lila Tafel? Achso, das ist gar nicht der Durchgang. Achso, wir können hier einfach rein. Dann speichern wir einmal ganz kurz. Und hier sollten wir safe sein, dann kann ich ja nochmal erzählen. Ich habe mir einen leckeren Mate-Tee gemacht, weil ich momentan so ein kleines bisschen Magenbeschwerden habe. Und das ist ja gut für, ne, Magen und so. Ein bisschen heiß. Okay, das sind erstmal nur Lampen. Zur Sicherheit gehe ich einfach nochmal aufs Gewehr. Sieht aus, als wenn wir irgendeinen Shooter spielen, wenn ich hier so rumlaufe. Wie ist das eigentlich? Kann ich hier auch sowas wie... Tatsache, ich kann hier sogar eine Basis hinbauen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel nur sage, hier, mach mir mal so ein Bett hier hin. Okay, das geht nicht. Okay, solche Sachen kann ich also nur in Räume reinstellen. Aber gut, das ist ja gar nicht unser To-Do, was wir hier machen wollen. Die Tafeln habe ich dabei, oder? Ja, ich dabei. Nicht, dass ich die jetzt noch in der Motte habe. Ah, okay. Wir haben hier ein Portal. Nur, wie wir das dann aktivieren können, steht in den Sternen, oder? Also es gibt hier nirgendwo die Möglichkeit, etwas einzusetzen. Ja, okay.
Zwar schade, aber naja. Dann ist das halt so. Hier wächst noch ein bisschen Quarz. Da ist auch noch Quarz. Und dann, ja, dann fahren wir mal zurück, würde ich sagen. Ich habe ein bisschen Durst. Vielleicht könnte ich mir mal eben schnell eine von den kleinen Flaschen trinken. Ach komm, weißt du was? Ich nehme einfach beide und sind sie weg. Und dann let's go. Da ist Monsieur Leviathan. Keine Ahnung, ob der mir jetzt folgt. Is he right behind me? Nö, der interessiert sich nicht für mich, alles klar. Spannend wird es natürlich sein, wie wir dann hinterher bei dem Leviathan durchkommen, weil wenn der schon unsere Motte ins Visier genommen hat, dann wird er mit Sicherheit unseren Zyklop erst recht ins Visier nehmen. Hier ist auch ein sehr breiter Eingang, also ein großer, aber letztendlich ist der andere besser. Weil wir ja irgendwie nachher dann runter müssen bei diesem Wasserfall, Säurewasserfall. Von daher. Gut, das ging jetzt relativ schnell und einfach. Bin ich froh drum. Was wir dann gleich zu Hause als erstes machen, ist einmal eine Art Stückliste zusammenstellen mit Dingen, die wir brauchen, um so eine kleine Tankstelle zu errichten. Das würde ich dann soweit alles vorbereiten, in unsere Schränke packen und mitnehmen. Weil ich habe nicht vor, so schnell dann wieder in unsere Hauptbasis zurückzugehen. Wir werden auch den Krebs mitnehmen. Also der wird angeschlossen werden. Weil der wird, oder der hat, glaube ich, nicht dafür gesorgt, dass sich unsere Energie so schnell entlädt. Das wird, glaube ich, einzig und allein aufgrund der Energiezellen gewesen sein. Und immer in Bodennähe aufhalten, weil wir wissen natürlich nicht, wo befindet sich denn der nächste. Der nächste Chiosiotelio-Corrupteryx, sagen wir einfach mal der nächste Reaper-Leviathan. Ich weiß nicht, ob Reaper ein Synonym für alle Leviathane ist, die einen angreifen, also für diese Seeschlangen, oder ob Reaper wirklich speziell für diese mit den Greifarmen vorne stehen. Aber ich muss ja gestehen, ich finde ehrlich gesagt die Phantome eh gruseliger als diese Reapers. Ich überlege gerade, ob ich nochmal eine Signalboje mitnehmen soll, um unsere Tankstelle später zu kennzeichnen. Können wir eigentlich machen. Ich meine, kostet nur ein Kupfer und ein Titan. Das wird uns nicht arm machen. Achso, das ist da hinten. Ich kann sagen, das sieht ja aus, als wenn da hinten ein Leviathan wäre. Ist er ja auch gewesen, aber es ist nur ein Tiefseerücken. Ein Riffrücken, so heißen sie. In der Tiefsee schwimmen die nämlich nicht gerade. Bei ihren 10 Meter unter der Wasseroberfläche. So, da wären wir wieder. Merci. Wir haben ein bisschen Schaden jetzt bekommen. Da würde ich nochmal eben. Sicher ist sicher. Eine andere Sache. Ich fiel mir nämlich gerade spontan ein. Meistens sind spontane Ideen immer die besten Ideen.
online. Dies ist einfach ein spontaner Gedanke. Fragt bitte nicht, falls sich jetzt jemand die Frage gestellt hat, warum wir das getan haben. Obelix. Ich finde, der Name passt aber. So, wir haben ein bisschen Hunger.